Wir spielen. Hör mal, wer da hühnert. Hör mal, wer da hühnert. Folgt mir gerne schon mal in den Ring. So. Um noch eine größere Fallhöhe zu kreieren, haben wir euren lächerlichen Gestalten Tom hinzugefügt. Tom, der als blinder Ninja hier in der Mitte des Rings bereits auf. Oh, schade, wartet. Ich dachte, es wäre Schmitty. Komm ruhig rüber. Ihr spielt jetzt mit Tom ein Spiel. Ihr habt Hühner, Tom hat einen Knüppel. Was könnte passieren? Ihr müsst gleich hier im Kreis rennen und Tom muss versuchen, euch auszunocken. Und wer quasi als letztes hier im Ring besteht, gewinnt. Das Spiel ist zu zweit ein bisschen langweilig, deswegen haben wir die Menschen bei der Florida TV rausgesucht, die mit Abstand die beschissensten Arbeitsbedingungen in ihrem Vertrag haben. Deswegen müssen sie heute Abend hier sein und euch zur Seite springen. Nein, selbstverständlich tun sie das, weil sie für euch einstehen wollen. Hier sind eure Teamkameraden. Hier sind Maria, Sophie, Jan, Bob und Max. Sehr. Also vielleicht schön, ist das, hallo Sophie, hallo Jan. Dachte, du bist mal kurz erklärt. Ja. So mal kurz erklärt. Also zum Beispiel, man hat ja den einen oder anderen hat man ja auch schon mal gesehen in verschiedenen Formaten. Sophie, haben wir glaube ich mal was von einem Einspieler zu sehen, wie wir dich glaube ich genervt haben, wenn man ehrlich ist, ja. Schwer vorzustellen. Du warst schon mal der Kultgeist, ja. Max Williams. Dich haben wir schon das eine oder andere Mal gesehen. Du hast zum Beispiel diesen Ohnmachtsapparat gebaut bei Late Night Berlin. Max ist der, der damals... Ja. Aber Max haben wir damals den ersten Pfeil in die Wade gejagt. Als wir in Kroatien mit diesen Gewehren geschossen haben, wo wir uns betäubt haben. Ja. Da hattest du deinen ersten Dreh. Stimmt. Da warst du ganz neu. Bitte, und ich möchte noch was sagen. Ganz toller Moment. Und Jan Bob arbeitet, glaube ich, bei uns, seit er 15 Jahre alt ist. Ja. Und sitzt im Schnitt. Und er hat wahrscheinlich jeden Beitrag, den ihr gesehen habt, irgendwann mal nicht komplett jeden, aber in den Anfangsjahren jeden, muss man sagen, jeden Beitrag geschnitten. Denn er ist eigentlich Cutter. Ja, und es ist ganz selten, dass die aus den Häusern da rauskommen. Alle diese Menschen jemand grüßen? Sind jetzt hier zusammengekommen. Ihr dürft gerne hinterher, wirklich, nehmt euch den Moment. Das sind auch eure 15 Minuten. Vorher müsst ihr allerdings eine kleine Aufgabe erledigen. Ich habe es ja gerade schon erklärt. Ihr seid Team Joko, ihr seid Team Klaas. Ihr werdet jetzt miteinander in diesem Ring umherrennen. Und Tom wird versuchen, euch aus dem Ring zu prügeln. Last Man oder Last Woman standing im Ring gewinnt den Punkt für das jeweilige Team. Wir spielen insgesamt, ich glaube sogar 5 Runden. Alter, was? Das könnte ein großer Spaß werden. Und zwar immer so lange, bis Tom es geschafft hat, alle bis auf einen oder eine Verbleibende aus dem Ring zu prügeln. Ich würde an dieser Stelle mich mal dezent zurückziehen. Das ist so ein Spiel, da ich muss nehme man diesen Winterscheid. Sag mal, also Joko, ganz ehrlich, aber bei dir ist richtig was passiert mit den Augen. Das ist ja furchtbar. Absolut. Aber Joko, kannst du zwischen Rot und Blau, kriegst du noch hin, ne? Hä? Ja. Rot und Blau? Hallo, hier. Ich bin Blau. Ja. Jan Bob hat schon viel Erfahrung gesammelt in dem Bereich, weil eigentlich arbeitet er als Stunt-Double von Richard David Precht. Ich muss noch mal kurz einhaken. Auf dem Weg nach oben hat man mir mitgeteilt, dass wir kurz Werbepause machen müssen. Oh. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Joko muss noch mal zum Physio oder so. Und Klaas hat einen blauen Fleck am Bein. Wir brauchen ein paar Minütchen, aber wir sind gleich zurück. Willkommen zur Klassenfahrt der Reisegruppe Verhaltensauffällig, aber Spaß dabei. Wir haben heute Abend, was haben wir nicht alles schon gesehen? Elevator Boys in einem Auto, dass das noch gibt. Und jetzt Team Joko gegen Team Klaas, tatsächlich in Teams und Tom mit dem Knüppel und Hühner an den Füßen. Also eigentlich alles wie immer. Ach so, deine Brille. Meine Brille, ja, das wäre ja doof. Also wir stehen hier und wollen eigentlich, hör mal, wieder Hühner spielen. Was bedeutet, dass diese 6 Menschen gleich wild umherrennen, dabei unangenehme Geräusche erzeugen und Tom muss die eine nach dem anderen aus dieser Arena rauskacheln. Der oder die Letztverbleibende in diesem Ring gewinnt für das Team eine Runde. 5 Runden spielen wir insgesamt. Das ist der Moment für mich, um mich dezent zurückzuziehen und Ihnen noch mit auf den Weg zu geben, dass wir dieses Spiel natürlich professionell,
kommentieren lassen müssen. Jetzt langsam drauf. Und das natürlich von niemand anderem als dem schönsten Fernsehgesicht gepaart mit der schönsten Radiostimme dieses Landes. In der Kabine sitzt für uns Micky Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Ich grüße Schlimm zurück hier dabei Micky Beisenherz. Der Vater aller Elevator Boys. Und Micky, so schön wie 5 Elevator Boys und er kann mindestens genauso gut singen. Gehen wir heute zu Opa Elevator. Otis Beisenherz grüßt ganz herzlich. Und damit hier alles mit rechten Dingen zugeht, haben wir selbstverständlich eine unabhängige schiedsrichtende Person. In diesem Fall ist das Dennis. Herzlichen Dank, dass du das für uns tust. Und ich würde mal sagen, es gibt keinen Grund mehr, das Vergnügen noch weiter herauszuzögern. Auf die Knüppel, fertig und los! Und es geht los, der Ninja Tom. Er wedelt erstmal ein bisschen wild hin und her und Sie haben natürlich gleich begriffen, wer... Er ist der Spieler raus. Er ist aber schon der Erste raus. Und zwei Zweite raus. Vom Team Klaas raus. Bereit, also jetzt gibt es eine zahlenmäßig überlegen hat, aber der Team-Captain Klaas ist noch da und Sie wissen natürlich alle, je weniger Sie sich bewegen, desto weniger Geräusche machen Sie. Aber, oh, das war sehr clever von Klaas. Eine gute Taktik. Er bewegt sich ein bisschen wie Keanu Reeves in Matrix. Wow. Sehr schlau. Sehr. Er hat doch drauf. Das ist nicht dumm. Das Team Joko ist zahlenmäßig überlegen, aber da ist jetzt die gute Sophie raus. Jetzt sind noch zwei von Team Joko da, eins von Team Klaas. Und die beiden Teamkapitäne sind noch da. Joko macht den sehr späten Otto Walkes und damit ist Team Bob auch raus. Und jetzt wird es natürlich spannend. Ah, direktes Duell. Der wendige Klaas. Der lange Joko. Oh, jetzt ist. So, jetzt weiß Tom gar nicht mehr, wo lang. Jetzt ist er kurz irritiert. Hier im Wiesenvorhof der Hölle. So, der Ninja. Jetzt hat er die Fährte aufgenommen. Und das war's. Joko bleibt stehen. Damit Team Joko der erste Punkt an das Team Joko. Erzielt von Joko Winterscheid höchstpersönlich. Jetzt kommen alle zurück in den Ring. Alle zurück in den Ring. Nicht oh, ey, warum sind das? Wir werden immer älter. Wir werden immer älter und die Spiele werden physisch immer anstrengender. Ja. Oder es kommt dir nur so vor. Möglicherweise gibt es eine Korrelation. Ihr könnt euch gerne grob verteilen. Jetzt einmal alle kurz stehen bleiben. Da sehen wir es nochmal hier in Zeitlupe. Wir machen sofort Runde 2, nachdem wir gesehen haben, wie schön Klaas hier den Ausweicher gespielt hat. Ja, schade. Aber schön. Auch mehr auseinandergehen. Ihr könnt nicht die ganze Zeit zu zweit bleiben. So Taktikbesprechungen. Ihr habt einen Tag hintereinander. Ja. Also, ihr müsst so ein bisschen... Vorbei. Ja. Positioniert euch. Tom, es geht weiter mit Runde 2 von 5. Ihr könnt euch ihr könnt auch weg. Ich sag einfach los. 3, 2, 1 und los. Weiter geht es. Klaas Häufer Umlauf hat eine Taktikbesprechung gemacht. Ob sie sich aushält, werden wir sehen. Das ist übrigens der Originalknüppel, mit dem Wolfgang Grupp durchs Trigema-Werk geht. Micky, woher du das immer alles weißt, nicht? Ja, ich bin da gut informiert. Ein Quell der Information. Tom knüppelt Pinata-mäßig ins Leere, als sei er auf der Kindergeburtstagsparty der Kardashians. Und jetzt macht er einfach mal... Ja, man hat gelernt, man hat dazu gelernt, aber es erfüllt. Ah, erste Spielerin Sophie raus. Ist raus. Nein, es ist nicht, es ist Maria. Es ist Maria, Sophie ist noch dabei fürs Team Joko. Und sie macht das, was die anderen auch machen. Sie schlägt sich... Schau, jetzt was sie macht. Verwirrungstaktik Schau, angesagt. Was sie macht. Sie stellt sich vor Klaas und macht Geräusche. Sie gockeln alle um ihn herum. Joko. Klaas ist natürlich aufgrund der... Oh, da hat es Joko himself erwischt. Gefällt. Der Teamkapitän ist raus. Boah, hau auf, Alter. Hör auf, lass mich ab. Hör auf, Alter. Lass mich kurz aufstehen und gehen. Du hast mich ja fast gerade über die Rübe gezogen. Du siehst nicht, du siehst nichts. Bei Florida TV hätten das einige bestimmt gern gesehen. Sorry, Leute, ich zähle auf euch. Es sind jeweils noch zwei Spieler im Team. Aber das ändert sich jetzt. Lauf in diesem Moment. Der war hörbar. Du siehst da Schelte, da gibt es die Schelte vom Kapitän. So, jetzt wird es sich zeigen. Kann Sophie den Punkt... Oh, jetzt wird es aber unfair. Jetzt wird es fies. Ja, oh, jetzt macht er die... Jetzt macht er das Modell. Und das bedeutet... Miese Nummer!
Das darf Team Klaas. Team Klaas. Auf perfide Art und Weise. Zweite Runde. Einen Punkt geholt hat. Geht an Team Häufer Umlauf. Runde Nummer 3. Es steht 1:1. Wir fallen andere Geschütze auf jetzt. Das ist aber anstrengend. Wie viele Runden spielen wir? 5. Ja, klar, logisch. Also noch 3. Es steht 1:1. Weiter geht's. Jetzt. Und die Frage ist: Wird Tom sie an den Quietschegeräuschen erkennen oder am schweren Atmen, am Rasseln der Lungen? Man kann es nicht mehr genau sagen. Sie können ja nicht ewig da stehen bleiben. Aber Klaas plant im richtigen Moment. Klaas? Das war ein geschicktes Ausweichen. Oh nee, Joko. Nein, alles gut. Okay. Joko bleibt sich treu und verletzt sich im Duell um die Welt. Wir schauen mal die Slow-Mo an. Einfach nur aufs Gute. Oh, da gab's ein vor die Omme. Zack, mit dem hinteren Ende. Ja, das ist natürlich unangenehm. Aber das hat ja hier auch ein Stück weit Tradition in die Welt. Herrlich, okay, weiter geht's. Man kann eigentlich schon froh sein, wenn die Schulter in der Gelenkpfanne bleibt. So. Weiter geht's. Es gibt eine zahlenmäßige Überlegenheit im Team Klaas. Man befindet sich jetzt in den Seilen. Und es sieht so aus, als könnte Sophie... So, jetzt ist Maria... Oh, Klaas will es wissen. So, jetzt steht Tom, der Ninja, ganz alleine in der anderen Ringhälfte. Und die anderen haben Zeit, auch ein bisschen Booster zu sammeln. Das hört sich wirklich an wie ein Kühlgelege. Wenn er den Helikopter macht. Eieiei. So. Einer raus. Okay. Jan-Bob ist raus. Jan-Bob ist raus. Das bedeutet, Sophie ist allein fürs Team Joko da. Und wenn sie sich jetzt nicht... Er hat sie erwischt. Er hat sie am hinteren Oberschenkel erwischt. Schade. Tom ist ein gnadenloser Hühnerjäger. 2:1 steht schön. Nach Runde 3. Ja, Runde 4, Klaas, ganz kurz. Jan-Bob, wie viele Runden haben wir denn? Es kommt eine Durchsage, wie ich gewonnen habe. Nee, noch nicht. Nein. Aber wenn du die nächste Runde auch gewinnst mit deinem Team, dann müsst ihr keine 5 Runden spielen. Super. Ich sag's nur. Runde 4. Das ist keine Option. Runde 4 von 5 startet in 3, 2, 1 und los geht's. Und weiter geht es. Die Hühnerfüße bewegen sich. Der Ninja bewegt sich langsam auf die Gruppe zu. Der Max, der alte Taktik. Hühnerfüße, auch kulinarisch für den einen oder anderen eine schmerzhafte Angelegenheit, wenn Sie das mal ausprobieren wollen. Und schade. Da erwischt es Maria als Erste. Das heißt, das Team Klaas geht jetzt in Unterzahl in die Runde. Aber Klaas und Joko sind noch da. Joko Winterscheid hat sich offenbar einigermaßen erholt von der Klatsche gerade. Und jetzt versucht man es mit der Strategie, in zwei Reihen an denen vorbeizugehen. So, Joko ist erstmal im Rücken. Klaas versucht es wieder einmal mit der menschlichen Schutzschild. Strategie. Jetzt ist Klaas, wie so häufig, steht er in den Ringseilen. Oh. Ob das so schlau ist, sich verbal hat er gesagt, und ich glaube, die Zeit übergeht es scheint, recht. Warte, ganz was kurz. Macht er denn da jetzt? Sekunde, ganz kurz. Wir schauen mal, ob Jan-Bob Quasselt Tom zu sich hin. Ist weg. Ich will ja einfach, ich will nur genau sein. Ah ja, okay. Jan-Bob ist getroffen. Aber fair gespielt, Jan-Bob. Finde ich gut. Hat er? Okay. Finde ich gut. Okay. Sorry, ich hab's ich mag nicht deinen Einsatz, Jan-Bob. Damit steht es 2:2 im Ring und es geht weiter. So. Hier wedelt einer mit dem Knüppel. Ja, komm, du Dödel! Es gibt Bezirke von Berlin, da sind solche Szenen alltäglich. Ja, jetzt spielen sie ihre körperliche Überlegenheit aus, die vermeintliche. Und Tom knüppelt einfach wild drauf los und erwischt Max, raus. Max vom Team Klaas. Das heißt, es sind zwei da. Joko lacht sich tot, aber er weiß... Und wir machen weiter. Klaas boostet. Früher hieß es, wie ein Blasengel. Das hat Franz Beckenbauer, Steffen Effenberg gesagt. Trifft auch in diesem Falle zu. Das Atmen ist mittlerweile lauter als die Hühnerfüße. Das Gefühl, so ein bisschen wie in Rocky 2, als Sylvester Stallone im Hinterhof das Huhn fangen muss. Ich habe das Gefühl, kein Huhn. So ein bisschen Moorhuhn schießen, das Musical, was wir hier erleben. Oh, Ever. Das ist ja, oh. Oh, damit ist er raus. Das war... Damit ist er raus. So. Wir haben mittlerweile festgestellt,
Eure Schuhe geben nur noch geringfügig Geräusche von sich. Deswegen kommen wir jetzt einmal rein und schnallen euch frische Hühner drunter. Damit der Spaß nicht aufhört. Denn beim Winterscheid kommt ja gar nichts mehr. Haben die anderen endgültig totgetreten. Ich glaube auch. Ja, meine auch. Und dann ist die gute Nachricht, wir spielen noch eine Runde. Jawohl. Und zwar die alles entscheidende Runde. Runde Nummer 5, denn es steht 2-2. Jetzt gilt's. Wer gewinnt dieses schöne Spiel? Wir haben so ein paar schöne Impressionen zusammengefasst. Einmal den Schädelbasisbruch von Joko Winterscheid, die Judo-Rolle von Klaas Häufer Umlauf. Klaas hat nämlich einen weißen Gürtel in Judo. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Aber das kann man hier alles. Da, schau mal, wirklich wie ein... Nasser Sack. Ja, schön, dass du es gesagt hast. Wie ein alter Sack Schrauben. Also ich finde, dass ihr gebt euch richtig doll Mühe. Auch nochmal einen großen Applaus an eure Mitarbeitenden. So, haben alle Schuhe an? Ja. Alle haben wieder Hühner unter den Füßen. Es geht in dieser Runde um den Sieg dieses Spiels, um den Punkt für dieses Studiospiel. Runde 5, Team Joko und Team Klaas gegen Ninja Tom. 3, 2, 1 und go. Und jetzt gilt es, wer holt sich den Punkt? Team Klaas, Team Joko. Momentan alle in Schockstarre. Wenn es schon beim Atmen Geräusche macht. Und jetzt versucht Joko es wie Jens Lehmann mit der Schranke im Parkhaus. Er versucht einfach drunter her. Wird es ihm gelingen? Joko geht in die Horizontale. Vielleicht bleibt er einfach auch liegen. Das ist ja auch eine Strategie. Tom versucht es nochmal. Und damit hat es Jan Bob wieder erwischt. First man down. So. Klaas hat noch ein bisschen Restpuste. Naja, so. Mit frisch aufgehühnerten Schuhen ist man natürlich Sophie raus. Sophie hat es erwischt. Jetzt sind Max, Klaas links. Drei gegen einen. Hält sich in der, gegen eine. Es sind drei gegen einen und jetzt, oh, jetzt Joko. Oh, er wäre um ein Haar, wenn er jetzt die Rückhand gezogen hätte, Tom. Dann hätte sie ihn bereits erwischt. Orientiert sich an den Seilen. Jetzt spaziert man ganz entspannt um ihn rum und lässt Tom erstmal ein bisschen da machen. Man guckt sich das Ganze in Ruhe an. Man gewinnt ein bisschen Puste. Erholt sich für die Schlussoffensive bzw. die Schlussdefensive. Jetzt müsste Tom langsam gewahr worden sein, dass da niemand ist. Und jetzt schlägt er zu und erwischt nicht Joko Winterscheid. Damit geht Max. Sondern Max vom Team Klaas. Damit geht Max. Joko ist immer noch im Spiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass er getroffen wird, dass er diese Runde nicht Punkte ist natürlich größer als einer. Team Klaas sind zwei, aber Tom bewegt sich auf ihn zu. Und er macht. Oh. Und jetzt gib Gas, Joko. Dann schaffst du es. Sehr gut. Klaas hängt in der Ecke, aber Tom lässt von ihm ab und bewegt sich auf Joko zu, der jetzt wieder in die Horizontale geht. Er versucht es wieder. Ohne die Oh, jetzt. Joko macht es wie in der frühen Bewerbungsphase bei ProSieben, versucht es in der Horizontalen. Und wieder einmal. Jesus! Kann er der Sense von Ninja Tom entkommen und es erwischt. Und damit Maria. Ist Maria. Und jetzt Maria. Kommt es. Es kommt zum Showdown. Ersehnten Showdown in der letzten Runde. Es kommt zum Showdown. Nur noch Joko und Klaas sind im Ring. Wir geben ihn ein letztes Mal frei. Einer wird's nicht überleben. 3, 2, 1 und letztes Mal Vollgas, Tom. Halten Sie die Ohren und die Hühneraugen offen, denn jetzt kommt es zum großen Showdown. In der Ecke ist Klaas, in der anderen Ecke ist Joko, der bewegt sich kriechend fort. So ein bisschen wie so ein Huhn, was bei Wiesenhof einfach versucht aus dem Werk. So, Joko ist kurz vorm Kükenschreddern. Oh, Beisenherz, dafür kommst du in die Hölle. Ja, ich komme in die Hölle, zu Recht. So, was passiert jetzt? Wenn er. Oh, oh mein Gott! Er, da geht er unter! Da hat er ihm eine. Da geht ihn rasiert! Er unter! Und diese Strategie hätte es eigentlich verdient, dass Joko damit durchkommt. Ich möchte mich recht herzlich bei meinem Team bedanken. Vielen herzlichen Dank, Max. Vielen herzlichen Dank, Maria.
Ihr seid die Größten und das wisst ihr auch. Danke, aber. Einen riesengroßen Applaus an die vier Freiwilligen von der Florida TV. Danke, Sophie. Max, Jan-Bob, Sophie und Maria. Ohne euch wäre das nur halb so lustig gewesen. Wenn ihr andere Videos auf diesem Kanal sehen wollt, dann ist das da. Wenn ihr abonnieren wollt, das sollt ihr auch machen, dann ist das da. Und wenn ihr sagt, nö, ich will ganze Folgen sehen bei Join, dann ist das da. So, ist also super easy, oder? Da.